Wenn Sie diese Produkte in den Bio-Feinkostmärkten der Hoflieferanten sehen, dann stammen sie vom Hof der Familie Halbmeier aus St. Peter in der Au im Mostviertel. Dieser Betrieb hat sich auf biologische Milchprodukte spezialisiert. Die hohe Qualität der Waren ist wiederum auf die natürliche Haltung seiner Produzenten, den Kühen, zurückzuführen. Diese sind keine Hochleistungsmaschinen, sondern artgerecht gehaltene Milchkühe, die nicht nur Tag und Nacht Auslauf, sondern auch Futter in Bioqualität haben. Bei der engagierten Verarbeitung der Milch zu verschiedenen Endprodukten wird auch viel Handarbeit eingesetzt. Der Mensch steht im Mittelpunkt und macht die Lebensmittel noch wertvoller. Er schafft auch eine emotionale Kette von der grünen Wiese über den Hersteller bis zum Verkaufsladen. Wenn man das Gras buchstäblich in der Butter schmeckt, weiß das der Konsument eben zu schätzen. Die echte Bauernbutter wird aus Rohmilch hergestellt, wobei der Rahm vorher nicht erhitzt wird. Alle wichtigen Spurenelemente bleiben in den liebevoll verzierten Butterblöcken somit erhalten. Die wertvolle Milch selbst unterliegt einer ständigen Qualitätsprüfung und wird bei Halbmeier pasteurisiert, das heißt kurzfristig erhitzt, um Haltbarkeit zu garantieren, und nicht homogenisiert, wo die Fettkügelchen der Milch durch feine Düsen geschossen auf einem Blech zerfetzt werden und dadurch die Zusammensetzung der Milch verändert wird. Milch und Joghurts werden aus ökologischer Sicht in edelster Verpackung, nämlich wiederverwendbarem Glas, angeboten. Zum Wohle der Natur und der Kunden, aber mit hohem wirtschaftlichen Einsatz. Der Halbmeierhof ist für die Hoflieferanten auch logistische Verteilzentrale. Von hier gehen Lieferungen an Großküchen, Krankenhäuser und zu den Bio-Feinkostläden der Hoflieferanten in der Umgebung. Mit dieser Strategie sorgen sie für kurze Transportwege und ermöglichen den Kunden, Lebensmittel in Bioqualität aus der eigenen Region genießen zu können. Brot ist das traditionelle Grundnahrungsmittel und das gilt natürlich auch für das Bio-Angebot der Hoflieferanten. Die dunkle, kraftvolle Kruste eines frischen Brotes signalisiert Energie und Ursprünglichkeit. Johann Bachleitner aus Weistrach im Mostviertel hat in seiner Bio-Hofbäckerei ein feines Sortiment an Brot, Gebäck und Süßspeisen entwickelt. Verschiedene Getreidesorten kommen überwiegend in Top-Qualität aus dem eigenen Betrieb. Denn kurze Transportwege sind ein wichtiges Anliegen der Bioproduzenten. Vom Mahlen des Getreides bis zum fertigen Produkt wird hier die Herstellung großteils in Handarbeit erledigt. Auf die Mischung kommt es an, besonders bei der Zusammensetzung des Teiges. Die kreativen Mitarbeiter haben für diverse Brote spezielle Rezepte entwickelt. Alles natürlich in Bio-Qualität. Geschickte Hände kneten, formen und flechten die traditionellen Produkte. Damit zum Frühstück frisches Brot auf den Tisch kommt, wird auch hier schon ab Mitternacht gearbeitet. Aber das tut der entspannten Stimmung keinen Abbruch. Die einzelnen Arbeitsvorgänge sind optimal aufeinander abgestimmt und enden allesamt im Ofen.
Der speziell für diese Backstube entwickelte Ofen ist der besondere Stolz der Biohofbäckerei. Mit einer Hackschnitzelheizung ausgestattet, wird er umweltschonend befeuert. Seine Eigenheiten geben dem Bachleitner Brot die ganz vorzügliche Backqualität. Lohn der Arbeit sind dann die köstlichen vollbiologischen Backwaren. Der Bachleitnerhof ist auch Stützpunkt des Biomobils. Das beliebte fahrende Biogeschäft versorgt Haushalte im Mostviertel mit den Produkten der Hoflieferanten. Das Biomobil erspart mit den Kunden Zeit und der Umwelt zahlreiche Einkaufsfahrten in urbane Zentren.